Ich wünsche euch allen ein wunderschönes, fröhliches Osterfest. Habt eine gute Zeit, genießt die Sonne und genießt vor allen Dingen die Energien, die jetzt so intensiv zu spüren sind. Die Energie der Wiedergeburt, die Energie der Erneuerung, der Vergebung. Alles wunderschöne Dinge, wunderschöne Energien, in die wir uns fallen lassen können und für uns auch nutzen können. Mehr dazu gibt's gleich in meinem Video, natürlich auch mit einer ganz wichtigen, intensiv tiefgehenden Meditation und Botschaft aus der geistigen Welt. Schön, dass du da bist, bleib dran, gleich geht's los. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Monika Nirjana Kardinal. Ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe und wir sind mit unseren Partnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Wir sind eines der größten Online-Portale für Webinare im spirituellen Bereich. Und wenn du immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann darfst du mich gerne jetzt gleich abonnieren und ich danke dir sehr dafür. Vielen, vielen Dank. Ja, und jetzt geht es um das wunderschöne Osterfest mit dem tollen Wetter, was es uns beschert, wo gleich in unserem Herzen eine Sonne aufgeht. Das ist jetzt die Zeit der Erneuerung, der Wiedergeburt. Diese Energien hat uns Jesus Christus geschenkt und sie stehen uns zur Verfügung. Sie möchten uns im Innersten berühren und uns auch zum Nachdenken bringen. Was ist denn jetzt in uns wichtig? Was dürfen wir erneuern? Wo dürfen wir uns neu orientieren und unserem Leben eine neue Richtung geben? Es ist einfach eine wunderschöne Energieströmung, die uns umgibt und die wir gerne willkommen heißen dürfen. Denn alles um uns herum erblüht zum Leben, zum neuen Leben. Die Blumen beginnen zu sprießen. Es ist einfach diese wundervolle Zeit des Wachstums und der Erneuerung. Und diese Zeichen von außen dürfen wir auch gerne in uns tatsächlich, in unserem Herzen, in unserer Seele wahrnehmen. Und wir dürfen diese Energie umarmen. Wir dürfen diese Energie einladen, wirklich tatsächlich auch in unseren Zellen zu wirken. Und wir dürfen uns mit Jesus Christus verbinden, mit der ganzen geistigen Welt, mit unserer Seele, mit unseren Engeln, die uns begleiten. Mit allen lichten Wesen des Universums dürfen wir uns verbinden. Jetzt, diese Tage, ist diese Energie der Wiedergeburt, der Erneuerung besonders stark. Und das dürfen wir nutzen, indem wir das transformieren, was uns die ganze Zeit vielleicht schwach macht, was uns die ganze Zeit ja schwer auf den Schultern liegt, was wir tragen, vielleicht auch unbewusst die ganze Zeit noch tragen. All das darf einfach mal abgegeben werden jetzt. Es ist nämlich auch eine Zeit der Erlösung von alten Dingen, die wir nicht mehr benötigen. Das Osterfest ist einfach auch ein Versprechen des Neuanfangs. Des Neuanfangs für uns alle. Was die geistige Welt dazu sagt. Sie sagt, liebe Menschen, Gott liebt euch alle. Nehmt das einfach so für euch mit an. Gott liebt euch alle. Und Gott weiß, dass jeder auf seinem Weg auf einer bestimmten Stelle ist. Und Gott weiß auch, dass jeder die Möglichkeit hat, sich jetzt dem Neuanfang, dem Neubeginn zuzuwenden. Und es ist für jeden von uns vielleicht ein anderer Neubeginn. Das spielt keine Rolle. Die Hauptsache ist, dass wir die Energien nutzen und uns einfach mal innerlich neu orientieren an unseren Wünschen, an unserem alltäglichen Leben. Was ist denn da? Was könnte ich ändern? Was möchte ich gerne ändern? Wo soll eine Transformation stattfinden? Also die Christusenergie, die so stark jetzt die Tage fließt, lässt uns überlegen, was für uns das Beste wäre. Sie bringt uns auch dazu, zu vergeben. Sie bringt uns die Erlösung
und sie bringt uns das Neue und die Dankbarkeit und die Liebe natürlich auch. Und wenn ihr dann hinausschaut in die Natur, wenn ihr die ganz vielen tollen Blumen seht, also ich bin heute früh durch den Garten gelaufen bei uns und es sprießt überall und das ist so schön zu sehen. Und allein da erkenne ich in jeder Blüte, in jeder Farbe, in jedem Vogelzwitschern die Liebe Gottes. Und mein Herz, das ist so weit aufgegangen. Es ist also, ja, einfach wunderschön. Ich möchte euch einfach tatsächlich auf das Positive aufmerksam machen, hin zum Positiven führen und weg von den negativen Energien, die ja so vielfältig im Moment draußen zu spüren sind. Mir ist es ganz wichtig, dass ihr euch auf das Positive konzentriert. Denn das gibt uns Kraft, das unterstützt uns und das ist auch die Hoffnung, die wir dadurch nähren, die Hoffnung und das Vertrauen. Denn Jesus Christus hat gesagt, ich empfange jeden Einzelnen von euch und ich führe jeden Einzelnen von euch zu meinem Vater Gott. Und das ist der Weg, denn diese göttliche Energie, diese Schöpferkraft der vollkommenen Liebe, das ist genau das, aus dem wir ja erschaffen wurden. Das ist genau das, was in uns liegt. Und das sollten wir wirklich überhaupt nicht vergessen, denn das macht uns aus. Und deswegen können wir auch Liebe weitergeben. Deswegen können wir auch Liebe für uns selbst spüren. Und all das, das sind Schlüssel zu einem friedvollen Leben. Und genau das wünschen wir uns ja jetzt gerade in dieser schwierigen Zeit. Also diesen Schlüssel für den Frieden, mit dem Schlüssel zu öffnen, den Neubeginn. Und allein mit der Vorstellung zu wissen, dass jeder Mensch mit seiner Gedankenkraft, mit seiner Schöpferkraft einen Neubeginn für die ganze Welt, für die Erde möglich machen kann, bringt mich so in Freude. Und ich wünsche mir so sehr, ihr Lieben, lasst den Frieden strömen, lasst die Liebe strömen, vergebt euch und den anderen, vergebt jeden, der euch was angetan hat, soweit ihr es könnt, und bringt damit Frieden und Licht in die Welt und ermöglicht somit, dass die Energie der Wiedergeburt für uns da sein kann, dass sie wirken kann, dass es sich ausdehnen kann auf der ganzen Erde. Und das ist das, was einfach jetzt uns die Tage als Energie entgegenströmt. Es strömt uns die tiefe Liebe Gottes, die tiefe Liebe von Jesus Christus so entgegen. Sie trägt uns diese Energie und sie möchte willkommen geheißen werden. Und das ist einfach ein Herzöffner. Das ist ein ganz großer Herzöffner. Und in dieser Energie möchte ich gerne mit euch in der kommenden Botschaft, in der nachfolgenden Meditation eintauchen, ihr Lieben. Bevor wir dies tun, möchte ich euch noch aufmerksam machen. Wir haben jetzt gerade in der Osterzeit, es steht unter dem Video ein Link, einen 20% Rabatt für alle Produkte im Shop. Lest mal, was ich da unten geschrieben habe. Wir haben auch einen Rabattcode, der heißt Ostern und der geht bis Montag. Wer gerne möchte, kann sich mal umschauen und dann auch diese Geschenke entgegennehmen, ihr Lieben. Und es gibt eine neue Energieübertragung, die Plejaden. Lichtenergie wird jeden Montag übertragen. Wer da gerne dran teilnehmen möchte, der findet auch den Link unter dem Video. Ja, und dann freue ich mich noch ganz besonders auf unser Webinar, was wir jetzt am 29. April, wir haben es verlegt vom 30. auf den 29. April, und es ist mir wichtig, dass ihr das wisst, die Andromeda-Schule findet also einen Tag früher statt. Ja, und ich sage jetzt zu euch, lasst euch in der kommenden Meditation einfach tragen. Lasst euch von der Liebe
umarmen und genießt alles, was jetzt zu euch gebracht wird. Ich sprühe mich ein mit der Jesus-Energie und gebe euch auch ein bisschen rüber. So, und jetzt geht's dann gleich los. Liebe Menschenfamilie, geliebter Mensch, ich lade dich heute zu einer tiefgehenden Meditation ein. Mit dieser kleinen Meditation wirst du dich vorbereiten, um dann die Botschaft von Engel Gabriel und von Jesus Christus zu hören. Und so bitte ich dich nun, das Licht der Liebe einzuatmen. Ich bitte dich, Smarana einzuatmen und zu fühlen, dass Gottes Liebe und Gottes Nähe bei dir ist. Spüre, wie deine innere Sonne erwacht und wie sie dich einhüllt und wie sie aus dir strahlt und dich in die höhere Energie der Liebe hineinträgt. Lass es ruhig geschehen, denn es geschieht zum allerhöchsten Wohle, so wie es gut für dich ist. Und so trägt dich deine Seele in die höheren Felder, in die Dimension der lichten Wesen hinein, in die Dimension von Erzengel Gabriel. So bleibe nun in dieser Energie und höre die Botschaft. Einströmt das Licht der Liebe. Einströmt die Energie von Engel Gabriel. Und ich begrüße dich aus der Tiefe meines Herzens. Geliebter Mensch, wir die geistigen Lichtwesen, wir wissen, dass du gerade in einer aufregenden Zeit lebst. Und wir möchten dir sagen, dass wir bei dir sind. Wir möchten dir versichern, dass wir dich lieben, dass du immer ewiglich von uns geliebt wirst. Und sei das Gefühl, was du trägst, für deine Aufgabe hier auf der Erde noch so schwer. Sei versichert, dass du diese Aufgabe erfüllen kannst, dass du alles in dir trägst, was du dazu brauchst. Und so habe ich Engel Gabriel, Jesus Christus gerufen, damit er auch jetzt seine Worte
an dich richten kann. Ich bleibe weiterhin bei dir. Ich trage und halte die Energie, wenn Jesus Christus jetzt spricht. Ich bin das Licht, ich bin die Liebe, ich bin die Vergebung, ich bin die Erlösung. Und so stehe ich bereits vor dir. Ich, der Christus, bin zu dir gekommen, so wie ich auch einstmals zu denen kam, die bei mir waren. Und ich schaue jetzt in deine Augen und ich sehe deine große Liebe, wie sie mir entgegenstrahlt. Und so streichle ich dir über dein Haupt voller Liebe. Und ich danke dir dafür, dass du gerade jetzt in dieser Zeit inkarniert bist. Dass du mich jetzt so intensiv unterstützt. Denn ich weiß, dass du diese Aufgabe, das Licht der Liebe und den Frieden zu bringen, einstmals übernommen hast. Und dass du zugestimmt hast, die Erde zu erlösen. Und so ist die aktuelle Energie genau das, was dich gut unterstützen wird. Geliebter Mensch, ich lege dir nun meine Hände auf dein Herz und ich übertrage dir die Energie der Erlösung von allem, was dich belastet, was schwer für dich ist. Erlaube dir, diese Energie anzunehmen. Dann wird sie dein Herz berühren, dann wird sie dein Herz öffnen und Heilung geschieht. So genieße nun diese Momente der tiefsten Liebe, in welcher wir beide verbunden sind. Jesus sagt zu dir, du bist so sehr geliebt von uns allen. Und Jesus sagt zu dir, ich bringe dich zu meinem Vater.
Ich bringe dich zu Gott, wenn du es erlaubst. Und wenn du nun ein inneres Ja aussprichst, spürst du, wie die Liebesperlen von Jesus dir übertragen werden und wie sie dich anheben in deiner Energie und dich vorbereiten, den Segen Gottes zu erhalten, so wie er jetzt dich überströmt. Spüre, wie Gott dich liebt, wie er dir vergibt und dich führt. Gesegnet sei dein Licht, gesegnet sei dein Vertrauen und deine Liebe. Wir, die geistigen Wesen, wir sind immer bei dir. Und so komme du nun in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder, in das Hier und Jetzt zurück. Spüre, wie du gewachsen bist, wie der Samen des Neubeginns in deinem Herzen ruht und dir Kraft gibt für alles, was du in Liebe tust. Das war vielleicht stark. Das war so schön. Ich hoffe, es ging dir auch so wie mir. Gerne dürft ihr mir auch unten in die Bemerkungen reinschreiben, was ihr gefühlt habt, wie das war, diese intensive Lichtübertragung, die ihr erhalten habt. Und ich wünsche euch allen eine wundervolle Zeit. Genießt das schöne Wetter. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Und wenn du mich gerne abonnieren möchtest, darfst du auch hier auf die Kugel klicken. Ich danke dir jetzt schon dafür. Alles Liebe.